Moin YouTube, willkommen zu einem neuen Produktreview-Video im Buderland YouTube-Channel. Heute gibt es mal wieder was für Smartphone und zwar genauer genommen das Stins Leder, wie heißt es, Velu-Series, wie auch immer man das auf Französisch ausspricht. Ist auf jeden Fall eine Echtlederhülle fürs iPhone und die habe ich jetzt von Stins mal zugeschickt bekommen. Und habe mir das natürlich nicht nehmen lassen, mir das mal anzugucken. Und wie das jetzt so gleich im Detail ausschaut und wie ich so die letzten 3-4 Tage damit erlebt habe, das zeige ich euch jetzt gleich im Detail. So, da bin ich auch schon wieder. Und ja, jetzt zeige ich euch mal ein bisschen was zu dem Stins Lederhüllchen hier. Und was als erstes zu erwähnen ist, das ist auf jeden Fall echt Leder. Das riecht man auch. Also wenn man sonst irgendwelche so Kunstleder Hüllen aus dem Internet von Amazon und eBay Co. kauft, dann haben die immer so einen Plastikmüffelgeruch. Und das hier ist auf jeden Fall echtes Leder. Das spürt man, das riecht man und ja, das macht auf jeden Fall schon einen guten Eindruck. Was auch erwähnenswert ist, diese ganzen Nähte, die sind sehr sauber vernäht. Also da kann man nichts sagen, da hängt nichts drüber, da hängt nichts ab und das ist eigentlich so, wie man sich das wünscht bei der Hülle, dass da nicht nach kürzester Zeit schon gleich wieder die ganzen Sachen rumhängen. Das hier ist jetzt die Version für das iPhone 5 und das 5S. Was hier zu beachten ist, das ist echtes Leder und dementsprechend verhält sich das am Anfang auch mal ein bisschen komisch. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal an meinem iPhone. Da hängt jetzt noch mein Mikrofon dran, aber das erkennt man trotzdem ganz gut. So gerade der Anfang ist relativ schwierig, da immer das reinzudrücken. Jetzt mittlerweile geht es ganz problemlos. Ja. Anfangs musste man ein bisschen drücken, aber das ist im Prinzip bei allen Ledersachen so. Ob es eine Tasche ist oder Lederschuhe, da kennt man das auch. Da muss man natürlich auch erstmal eine Weile durchdrücken und so, bis sie wirklich passen. Und ja, das ist einfach so eine Sache, die man wissen sollte, dass man sich nicht wundert, warum es anfangs so schwer reingeht. Mittlerweile habe ich jetzt, wie gesagt, so 3-4 Tage schon im Einsatz und das iPhone passt da wunderbar rein. Es passt auch ziemlich fest rein, sodass dann wirklich oben nur wirklich so der leicht der Rand drüber guckt. Also das ist jetzt natürlich jetzt falsch rum, aber man sieht hier oben, guckt dann immer so ein kleines Stückchen vom Rahmen ab. Also wenn es da drauf fällt, dann kann natürlich schon noch irgendwie ein Kratzer entstehen. Aber trotzdem hat man halt rundherum eigentlich einen sauberen Schutz dafür. Und wenn man es so in der Praxis handhaben möchte, dann kann man das relativ einfach mit einem Druck unten und zack, schon ist das Handy wieder draußen. Also ich persönlich finde es sehr, sehr komfortabel. Was auf jeden Fall auch noch zu erwähnen ist, es macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Es müffelt nicht und was den Kostenfaktor angeht, das gibt es jetzt bei Amazon so für rund 20 Euro. Ja, da gibt es glaube ich auch ab und zu ein Angebot, was günstiger ist oder sowas, aber 20 Euro für ein echtes Ledercase ist echt ein Schnäppchen. Und ja, das Einzige, was mir ansonsten aufgefallen ist, es gibt hier so zwei Seiten. Das eine ist halt so eine eher graue Seite, die so richtig ledermäßig aussieht. Und hinten ist es, sieht es eher so leicht stoffig aus. Und hier, vielleicht erkennt man das, die ist jetzt so ein bisschen, hier sieht es ein bisschen extremer aus, aber die ist schon so leicht zugestaubt. Ne? Ist jetzt nichts Dramatisches, mit einem Mischt ist es eigentlich auch schon wieder weg oder so. Ja, das ist aber, was mir so als einziger negativer Faktor aufgefallen ist. Ansonsten werde ich die jetzt einfach die nächsten Wochen und Monate erstmal regelmäßig testen und gucken, wie dann so die Oberfläche dann so im Alltagstest dann ausschaut und was da so für Schrammen übrig bleiben. Ja, das war's auch schon vom Stins Velu Series Ledercase fürs iPhone 5 oder 5S. Sollten von eurer Seite da noch irgendwie Fragen sein oder Hinweise sein, einfach die Kommentarfunktion nutzen unten bei YouTube. Falls euch sonst noch irgendwas auf dem Herzen liegt, einfach raus damit. Ich freue mich über jedes Kommentar. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mal wieder reinschaut. Bis demnächst. Ciao.